liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu You Sister Astralis. Ich bin deine Astrologin Cindy. Dies ist die Astrologie Generallesung für Mitte August 2016. So, fangen wir an. Am 2. August, Mars fliegt rein in Schütze in dein 9. Haus. So, Halleluja! Weil Saturn hier alleine hat alles gebremst. Saturn ist sehr ernsthaft, wenn es hat zu tun mit deiner hohen Ausbildung und auch über Philosophie und wie brav du bist um Regeln und so. Mars hier aber kann ein bisschen Schwierigkeiten machen, weil Mars ist dieses kämpferische Soldat-Energie, wo es will nicht beeinflusst werden von männlichen Gesetze und Regeln und wir seine eigene machen. Und ich habe selber Mars schaut rein in meine 9. Haus und ich bin froh mit meiner Mars dort. Sonst werde ich keine Astrologin werden, wenn ich bin ein kirchlicher Maus, der jeden Sonntag brav in die Kirche geht und keine Astrologie macht. So, ja, also Mars hier kann ein bisschen helfen, dass Sachen irgendwie fließt. Aber Saturn ist rückgängig hier momentan am 2. August und ist nicht so stark, der Mars in Kontrolle zu haben. Aber das wird sich ändern am 30. August, wenn es direkt fliegt. Aber trotzdem, es gibt der Mars hat ein bisschen mehr Stärke und es gibt diese Hin- und Herziehung mit brav zu sein, in die Kirche zu gehen und dann nicht und will, hast deine eigenen Gedanken und Philosophie und so. 2. August, es gibt auch ein Neumond in Löwe, so super Energie für die Liebe und auszugehen, Rendezvous, Entertainment. So, wenn du Single bist, dann geh raus, meine liebe Damen und Herren, geh raus und nutzt den Gelegenheiten. Am 5. August, Venus fliegt rein in Jungfrau. Das ist gut für deinen Arbeitsplatz, das alles, das ist eine gute Energie. Du konntest auch jemanden hier kennenlernen in der Arbeitsplatz. aber es ist harmonische Energie. Und 6. Haus hat auch zu tun mit deiner Gesundheit und mit Venus hier. Meistens hat man mehr Lust zu naschen. So vorsichtig, weil Venus in der 6. Haus macht man ein bisschen rund. Okay, am 9. August, Uranus. Ich rede hier mit Kihon. Momentan Uranus ist rückgängig. Ich habe ein Video davon gemacht und kannst nachschauen, wie es dich betrifft. Und hier es zeigt, dass du musst ganz innerlich, du gehst durch einen Prozess von Transformation und schaust ganz innerlich um Sachen. Vielleicht das hat dir es ist Zeit, Sachen loszulassen, das hat dich wehgetan in der Vergangenheit. Und es kann ein Tag hier, wo du wirst einfach allein sein und in deine Innere denken. Weil du wirst, das ist eine Zeit, wo du fängst an, dich zu neu finden, wer du bist und wie du strahlst zu den Menschen. Am 7. August, Merkur
Related mit Pluto. Ich würde sagen, vorsichtig sein, weil Venus ist auch hier. Und Merkur und Venus kann ein bisschen flirt. Es ist flirting in der Karriereplatz, in der Arbeitsplatz. Und mit Pluto hier, es kann sein, dass Geheimnisse könnte hinauftauchen. Und mit Merkur, das ist schon eine Schattenperiode, wo Merkur rückgängig fliegt, so wenn jemand fängt an, über andere Menschen zu reden, wer mag wem, wem geht raus mit wem und bitte nicht teil mit Gerüchen, weil du wirst davon gebrannt werden, okay? So, das ist nur eine Warnung, vorsichtig zu sein. Am 12. August, Jupiter ist gegenüber von Chiron. Das ist sehr starke Energie in der Arbeitsplatz. Vielleicht musst du arbeiten, so viel machen, tägliche Arbeit. Aber dann wirst du einfach alleine sein und innerlich gehen. Am 13. August, Saturn fliegt dann direkt, habe ich schon davon erwähnt. Am 17. August, Venus redet mit Pluto. Und das schon wieder, das kommt hinauf. Venus redet über Geheimnisse, das hat zu tun mit Sex, Liebe, Romance, ja. Und es findet statt in deinem Arbeitsplatz, in deiner Karriere, in, ja, so. Es kann auch sein, dass wenn du Tiere hast, deine Tiere brauchen auch Liebe, okay. Am 18. August, es ist ein Vollmond, eine Lunareclipse in deinem 11. Haus. Es hat zu tun mit Geld. So, Yahoo! hast viel Glück im Geld, Freundinnen zu neue Freundschaft zu schließen. Und es ist verknüpft mit dem 7. Haus. So, hast auch Möglichkeiten, eine neue Liebe zu bekommen. Das ist der 11. Haus, hat zu tun mit deinen am größten Wünschen und Hoffnungen. So, ja, mach einen Wunsch während dieser Tag. Und am 22. August, Sonne fliegt rein in Jungfrau. So, jetzt hast du mehr Power, mehr Gas in deiner Arbeitsplatz. Wenn du hast Kunde, ein paar Kilos zu dich genommen, dann mit Sonne hier, es kann dir helfen, sie wegzubringen. Mit Sonne hilft, Blut besser zu fließen. Es ist super Energie in der Arbeitsplatz, aber trotzdem vorsichtig mit Gerüche und okay. Am 29. August, Venus fliegt in deinem 7. Haus. Schon wieder bist du gesegnet mit einer Chance für eine romantische Beziehung. Wenn du schon in einer romantischen Beziehung bist, dann es bringt ein neuer Wind in die Beziehung. Das ist eine super Monat für die Liebe, für Witter. In den Arbeitsplatz könnte auch passieren oder durch einen Freundschaftskreis. Und wenn du hast, es ist auch eine Möglichkeit, in eine Geschäftsbeziehung reinzugehen. Wenn du suchst Arbeit, dann hast du eine gute Chance. Aber Merkur ist dann rückgängig am 30. August. Okay.
Das ist die Zeit, wo du musst wirklich vorsichtig sein. Die Schattenperiode ist schon eine Zeit, wo du musst vorsichtig sein mit Gerüchen und Reden und so. Aber sobald es rückgängig ist, ist es sehr stark, besonders auf dem Tag. So, du wirst niemanden ärgern mit übertreiben, dass alle müssen genau wie du extrem genau sein in jede Kleinigkeit, weil ja, du kannst eigentlich deine Kollegen, Mitarbeitern extrem ärgern. Am Anfang August ist alles super mit Venus in das sechste Haus, aber danach ist Venus weg und der Merkur fliegt dann rückgängig. Okay? So, am Ende des Monats ist die Zeit, wo du könntest Ärger bringen. Okay, am 30. August, ja, es ist schon wieder, du könntest auf diesen Tag ein bisschen Ärger bekommen von einer Autoritätsfigur in den Arbeitsplatz. Es könnte nur vorsichtig sein, okay, mit Reden und wie du versuchst extrem genau zu sein, weil der Merkur leidet mit den Nordmondknoten auch in Jungfrau. So, das war die Astrologie für Witter August 2016. Wenn du hast irgend Negatives gehört, dann mach die Planetenmantras dafür. Sobald alle meine Videos raus sind für August, werde ich anfangen, Planetenmantras zu machen. Okay? Okay. So, wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss.